Liebe Freunde, ich weiß, es sagt sich so leicht, in Deutschland gibt es nun eine politische Kraft. Denn diese Kraft zu formen, hat Kräfte gekostet, unsere Kräfte. Hass und Hetze derer, denen wir ihren politischen Alleinvertretungsanspruch streitig machen, sind ungeheuerlich. Da werden Autos angezündet, Säle und Konten gekündigt, Hotelreservierungen verweigert und Menschen täglich angegriffen. Sie nennen uns Nazis, Faschisten und sogar Rechtsterroristen. Dabei sind wir nur Menschen, die dieses Land anders als Frau Roth lieben und es deshalb verteidigen wollen und werden. Und wie es meine, da das alles noch nicht geholfen hat, wurde der Verfassungsschutz zum Büttel der Herrschenden degradiert. Ich weiß, liebe Freunde, der Druck ist gewaltig. Und jeder von uns kann Geschichten erzählen, von Ausgrenzung und Mobbing. Doch gerade, liebe Freunde, weil das so ist, müssen wir ebenso klug wie standhaft sein und es unseren Feinden so schwer wie möglich machen. Letztlich wird das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden haben, ob in diesem Land Opposition gegen eine falsche Regierungspolitik verfassungswidrig ist. Liebe Freunde, noch gibt es Richter in Karlsruhe und ich bin sicher, dass wir diesen Kampf gemeinsam gewinnen werden. Damit plädiere ich nicht für die Anpassung an eine verrottete CDU, aber für einen realistischen, demokratischen Weg. Unser Land ist heute gespalten zwischen denen, für die der Nationalstaat Heimat und Bezugspunkt des politischen Handelns ist und der abgehobenen grünen Lebenswelt globaler Eliten, deren Heimat die Welt ist. Dazwischen zur bröselnden CDU und SPD, weil sie sich nicht zwischen nationaler Politik und abgehobenem Internationalismus oder um es mit meinem Lieblingspolitiker Heiko Maas zu sagen, sogenannten regelbasierten Multilateralismus entscheiden. Liebe Freunde, es ist schon schwer zu ertragen, dass Angela Merkel heute den Platz von Bismarck einnimmt. Aber Heiko Maas an der Stelle Rathenaus und Stresemanns zu sehen, übersteigt jede Schmerzgrenze. Fast ruiniert. Meine CDU hat die Zersetzung gerade erst bekommen. Deren Ende sollten wir im Interesse unseres Landes nicht abwarten. Liebe Freunde, es ist nicht sicher damit zu rechnen, dass die CDU völlig zerfällt. Aber es ist sehr wohl damit zu rechnen, dass die einfachen Mitglieder der CDU ihren Führungen die Frage nach bürgerlichen Mehrheiten stellen. Thüringen und die 17 Personalpolitiker waren erst der Anfang. Denn je unsinniger die wirtschaftsfeindlichen Kompromisse sein werden, die Grüne in Koalitionen der CDU zumuten und die Entlassungen in der Automobilindustrie sind erst der Anfang, desto vernehmbarer wird der Ruf nach einer Alternative sein. Und wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat. Uns. Ja, liebe Freunde, ich weiß, auch hier gibt es Wünsche und Träume. Und ich kann den Traum einer endgültig überwundenen Merkel-CDU persönlich gut nachvollziehen. Dennoch sollten wir mit der Möglichkeit rechnen, dass sich die vielen in der Union, die ähnlich denken wie wir, von der Last dieses Erbes befreien und zu einer vernunftgeleiteten, national orientierten Politik zurückführen. Liebe Freunde, ich kann deshalb den Brief unseres Freundes Björn Höcke
an Mike Moehn einen klugen Eröffnungsstart. Das heißt, dass wir unseren Weg weitergehen, ohne Anpassung oder gar Anpasserei. Dass wir die Zukunftsfähigkeit unseres Volkes in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen und manche historischen Auseinandersetzungen, zu denen auch ich manchmal neige, in den Hintergrund rücken. Liebe Freunde, eine Partei ist eine Kampfgemeinschaft zur Erreichung bestimmter Ziele. Deshalb ist die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes auch weiter als die Meinungstoleranz in einer Partei. Es ist von der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt, Stauffenberg einen Verräter und Feigling zu nennen. Aber das Ethos unserer Partei verbietet eine solche Meinung, weil sie moralisch falsch und verwerflich ist. Liebe Freunde, das soll es auch schon sein. Die Zeit, dass ich zur Eröffnung unseres Parteitages ein paar grundsätzliche Bemerkungen gemacht habe. Aber mich treibt die Sorge um, dass wir den Mantel der Geschichte verfehlen und Bismarcks Bild zu bleiben. Die Chance, die wir mit der AfD haben, kommt nicht zurück, wenn sie vertan ist. Deshalb, liebe Freunde, ist auch dieser Parteitag ein Meilenstein sozusagen zur Bewahrung unseres Landes und unseres Volkes. Ich danke euch. Ordnungsmaßnahmen, jeder weiß das, nicht unumstrittener Bereich. Ich erwähne die Fälle nur ganz kurz, vieles ist auch davon erledigt. Wir hatten beschlossen, eine Ordnungsmaßnahme gegen André Poggenburg, erledigt durch Austritt mittlerweile, muss ich nicht mehr drauf eingehen. Wir haben ein Parteiausschussverfahren gegen Frau von Sein-Wittgenstein beschlossen. Das ist erledigt durch Parteiausschluss seitens des Bundesschiedsgerichtes im August 19. Es gibt ein Parteiausschussverfahren gegen den baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon, das läuft derzeit. Und wir haben unlängst beschlossen, eine Ordnungsmaßnahme gegen den Bremer Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz wegen Auflösung der AfD-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft und Beibehaltung des Doppelmandats trotz gegenteiliger Aufforderung seitens des BUFO. Das sind die Ordnungsmaßnahmen, die hier zu erwähnen sind. Nächster Punkt, Aktualisierung der Unvereinbarkeitsliste, die war ja heute schon Thema. Hier geht es jetzt nicht um Abschaffung, darüber haben wir nicht diskutiert, weil wir uns sehr einig waren, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Und ich werde das gleich in meiner Rede dann auch betonen, darum sage ich dazu jetzt nichts. Wir haben beschlossen, eine fortlaufende Pflege, und das ist in der Tat notwendig, der Unvereinbarkeitsliste, durch den Stabsbereich Grundsatz in der Bundesgeschäftsstelle. Das macht in der BGS ganz hervorragend der Dr. Hesse. Und der informiert den Bundesvorstand, wo immer er Handlungsbedarf sieht, und wir entscheiden dann, ob wir die Unvereinbarkeitsliste entsprechend anpassen wollen oder nicht. Und wir integrieren das auch und nehmen da ganz bewusst mit den Konvent, das heißt, wir machen dann eine turnusmäßige Mitteilung an den Konvent in der jeweils darauf folgenden Konventssitzung. So, fünfter Punkt. Beschluss über Aufhebung der Zustimmungspflicht des Bundesvorstands in Sachen einzelfallweise Wiederaufnahme ehemaliger Alpha-LKR-Mitglieder. Das haben wir im August gemacht und das hat eine unglaubliche Unruhe ausgelöst, weil es nämlich dazu führte, dass viele gedacht haben, der Bundesvorstand entschließt sich jetzt hier dafür, wir machen auf für Ex-Alpha, Ex-LKR. Das war aber überhaupt nicht Gegenstand des Beschlusses, sondern das mehr oder minder nicht wichtiger verwaltungstechnischer Vorgang, in dem wir gesagt haben, es bedarf gar nicht der einzelfallweisen Zustimmung des Bundesvorstandes, namentlich über Personen, die wir dann jeweils nicht kennen, sondern wir geben das zurück in die Kompetenz der Kreisverbände, die mögen darüber befinden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir hier nicht aufmachen wollen, sondern dass der absolute Regelfall der sein muss, dass wir ehemalige LKRler nicht aufnehmen. Das ist eine Selbstverständlichkeit und die sollte durch diesen Beschluss auch bitte, dass das jetzt geklärt ist, nicht ausgehebelt werden. Das ist völlig falsch kolportiert worden und hat erhebliche Unruhe ausgelöst, die eigentlich vermeidbar gewesen wäre.
Ich muss persönlich sagen, ich halte den Beschluss auch nicht für so wichtig. Ob wir Dietmar Hansels jetzt seitens des Bundesvorstandes bestätigen oder nicht, das ist fast so interessant, wie wenn in China, ob in China ein Sackreis umfällt oder nicht. Also das ließe sich auch revidieren. Daran muss man sich für meine Begriffe nicht verkämpfen. Ein sechster Punkt, Beschlüsse betreffend Landesverbände. Auch hier nur stichwortartige Nennung. Wir haben eine Prüfung einer Amtsenthebung des Landesvorstandes Saarland. Die ist aktuell nicht abgeschlossen. Die wird vom neuen Bundesvorstand, der an diesem Wochenende zu wählen ist, fortgesetzt werden müssen. Wir hatten dann eine Beauftragung des Satzungsausschusses zur Prüfung der Handlungs- und Beschlussfähigkeit des Landesvorstandes NRW. Hat sich erledigt durch die komplette Neuwahl des Landesvorstandes im Oktober 19, also kein Thema mehr, glaube ich, müssen wir hier auch nicht weiter thematisieren. Und drittens eine Bezuschussung und Unterstützung des politischen Aschermittwoch des Landesverbandes Bayern. Das war erneut, ich war zugegen, habe dort auch gesprochen, eine sehr gelungene Großveranstaltung. Hier haben wir also eine Bezuschussung beschlossen. Dann komme ich schon zum letzten Punkt, diverse Verfahrensvorgänge. Jetzt kommt so die Abteilung Vermischtes. Hier haben wir eine ganze Reihe von Punkten, die nicht in dem Zusammenhang zueinander stehen. Da sind zunächst zu nennen mehrere laufende Verfahren gegen die Bundestagsverwaltung wegen, und ich betone das, vermeintlich nicht korrekter Parteienfinanzierung. Darauf gehe ich jetzt hier nicht tiefer ein, nicht um mich zu drücken, sondern weil das Gegenstand des finanziellen Teils des Rechenschaftsberichts ist, den Herr Vormann abgeben wird. Sofern Sie aber mich selbst betreffende Fragen haben sollten, können wir das gerne auch vorher machen. Also ich stehe einmal hier und wir können das, da ich mich da nun wirklich nicht drücken will, auch keinen Grund habe, mich zu drücken, können wir das gerne vorziehen, da ich einmal hier stehe. Sie mögen entscheiden. Nächster Punkt, Ausgründung eines Bundesfachausschusses 13, Infrastruktur, Verkehr, Bauen, Wohnen und Planung. Eine Ausgründung aus dem Bundesfachausschuss 10 heraus, weil der war zu groß geworden, hatte zu viele unterschiedliche Themengebiete. Und so haben wir daraus heraus ausgegründet einen eigenen Bundesfachausschuss 13. Nächster Punkt, wir haben uns beschlossen, das Rebranding, verzeihen Sie den Anglizismus, der jungen Alternative zu unterstützen, tatkräftig zu unterstützen, weil hier eine Neuaufstellung der JA in der Tat geboten erschien, aus den Ihnen, glaube ich, alle bekannten Gründen, die ich hier auch nicht weiter zu erläutern brauche. Und das sollte dann die Unterstützung der Mutterpartei, also unserer AfD, bekommen. Nächster Punkt, Klagebeitritt der abgelehnten Stiftungsförderbeiträge der Desiderius Erasmus Stiftung. Hier haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht im Oktober 18. Dann haben wir, das finden Sie alle auf Ihrem Tisch liegen, ist ein wichtiger Punkt, ein bisschen technisch, aber hochwichtig, ganz jüngst, ist auch ganz frisch verabschiedet, den Leitfaden Mitgliederaufnahme in Zusammenarbeit mit dem Konvent. Wenn ich sage, im Zusammenhang mit dem Konvent, dann gestatten Sie mir an der Stelle auch mal ein ausdrückliches Lob an den Konvent. Die Zusammenarbeit zwischen Bundesvorstand und Konvent, die sich in der Vergangenheit nicht immer reibungsfrei gestaltet hatte, also vor der Amtszeit dieses Bundesvorstandes, die hat sich wirklich massiv verbessert. Das ist ein ausgesprochenes, gutes, kooperatives und von gemeinschaftlichem Geist getragenes Arbeiten im Konvent. Und man hat dort nicht mehr das Gefühl, man kommt zu einem Tribunal oder sowas, sondern wir arbeiten gemeinsam an unseren Zielen auf eine sehr effiziente, zielorientierte Weise. Mein Dank an dieser Stelle an alle Mitglieder des Konvents. Es ist kooperativ statt konfrontativ. Ein Beschluss, Meldewesen, auch ein heikler Punkt, Meldewesen bei Auslandsreisen von AfD-Mandatsträgern. Da sagen natürlich Mandatsträger, ui, ich habe ein freies Mandat, ich reise dahin, wo ich hinreisen will. Und haben damit recht. Keine Frage. Jeder kann hinreisen, wo er hinreisen will. Er kann es als Privatreise deklarieren, er kann politische Termine damit verbinden oder nicht. Es ist nur so, wenn man Abgeordneter ist, ist man nie so ganz privat und es wird eben wahrgenommen. Und da haben wir gesagt, es ist auf jeden Fall zweckmäßig, wenn wir wissen, was sich zuträgt, wer wohin reist. Denn ich hatte persönlich zum Beispiel mehrfach Anfragen dann von der Presse, sagen Sie mal, Ihre Abgeordneten so und so, die sind gerade da und da, wie stehen Sie denn dazu? Das sind durchaus Länder gewesen, wo man dann eben auch in
wo man besser informiert gewesen wäre, um das dann angemessen zu erklären. Und es ist grundsätzlich nicht schön, dann vor Medienvertretern zu stehen und es gar nicht zu wissen. Da haben wir gesagt, diejenigen, die das tun als Mandatsträger, die mögen es bitte anmelden. Das ist nicht der Versuch einer Bevormundung, sondern auch das ist Gegenstand einer Professionalisierung der politischen Arbeit. Ich bitte, das richtig zu verstehen. Etwas Verwaltungstechnisches dann doch, Fortentwicklung der eingesetzten Finanzsoftware DATEV. Ein neuer Lizenzvertrag mit dem AfD-Fanshop wurde vereinbart. Und was im Moment ein großes Tätigkeitsfeld ist des Bundesvorstandes, ist die Suche nach einer geeigneten Parteizentrale, beziehungsweise zumindest Räumlichkeiten für die BGS in Berlin. Denn da, wo wir sind, können wir nicht bleiben. Jedenfalls in einem der beiden Standorte, wo wir derzeit sind. Das gestaltet sich ausgesprochen schwierig. Damit wird sich nun mit Gewissheit der neue Bundesvorstand intensiv auseinandersetzen müssen. Ein vorletzter Punkt, Planung Bundesparteitag zur Sozialpolitik. Ich weiß, auch das ein sensibler Punkt, weil einige sagten, aber wir haben das dafür 19 verabredet. Wenn man es jetzt rein im Wortlaut sieht, stimmt das so nicht ganz. Fest steht aber, dass Bundesvorstand, Konvent, Programmkommission und der zuständige Fachausschuss mehrheitlich ganz klar der Auffassung waren, wir sind noch nicht so weit, wir schieben das besser. Und hier geht wirklich Gründlichkeit vor Schnelligkeit, denn wo immer man in diesem Thema steht, wird niemand ernsthaft bestreiten wollen, dass es ein hochkomplexes Thema ist. Und da wir noch nicht in Regierungsverantwortung sind, es auf ein paar Monate auch nicht ankommt. Und Joachim Kruss hat das heute schon gesagt, wir werden im April 2020 diesen Sozialparteitag nun wirklich machen. Wir haben dazu eine Halle, wir haben dazu das konkrete Wochenende, an dem das stattfindet. Und so haben wir es dahin geschoben, weil es inhaltlich sich einfach empfahl, das zu tun. Und so haben wir es gehalten. Letzter inhaltlicher Punkt dann, Beauftragung von diversen Nachwahlbefragungen zur Europawahl und mehreren Landtagswahlen. Eine bewährte Geschichte, die auch sinnvoll ist, damit wir sehen, wo waren wir stark, also eine Stärken-Schwächen-Analyse sozusagen, die wir üblicherweise mit dem Institut INSA aus Erfurt machen, zu Konditionen, die das Ganze auch finanzierbar erscheinen lassen, eine sinnvolle Geschichte. Ein letztes, ganz an den Schluss meiner Ausführungen möchte ich Worte des Dankes setzen. Heute endet meine Zusammenarbeit mit Alexander Gauland als Sprecherduo. Und ich muss sagen, Alexander Gauland und ich haben 2 Jahre wirklich eine super Zusammenarbeit gehabt. Wir haben harmoniert, wir haben keine öffentlichen Konflikte oder gar Kriege gehabt. Wir haben stets vertrauensvoll zusammengearbeitet, hatten immer von beiden Seiten einen guten Draht zueinander. Das war eigentlich eine Co-Sprecherarbeit, wie man sie sich vorstellt. Das haben mir gestern auch Pressevertreter beim Presseempfang bestätigt. Es hat hier keinerlei Dinge gegeben, wo man hätte berichten können, die sind irgendwie zerstritten. Und zwar ganz einfach deswegen nicht, weil Alexander Gauland und ich es zu keinem Zeitpunkt gewesen sind. Und weil da, wo wir einmal Meinungsverschiedenheiten hatten, wir immer und super abgestimmt hatten. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Alexander Gauland. Es war eine tolle gemeinsame Arbeit mit Ihnen und es war eine Ehre, mit Ihnen diese Doppelspitze innehaben zu dürfen. Ich möchte in den Dank ausdrücklich auch einbeziehen, meine anderen Kollegen im Bundesvorstand. Ich nenne sie einzeln, weil es mit jedem von Ihnen eine gute Zusammenarbeit war, eine kollegiale Zusammenarbeit war, eine Zusammenarbeit, in der wir gestritten haben, in der wir oft um Entscheidungen gerungen haben, in der wir oft einstimmig entschieden hatten, manchmal aber auch im Konflikt entscheiden mussten. Aber es war immer im inhaltlichen Konflikt, nie im persönlichen. Ich danke Albrecht Glaser, ich danke Georg Pazderski, ich danke Kai Gottschalk, ich danke Klaus Vormann, ich danke Frank Pasemann, ich danke Joachim Kuhs, ich danke Alice Weidel, ich danke Beatrix von Storch, ich danke Andreas Kalbitz, Stefan Protschka und Guido Reil für eine 2 Jahre lang tolle Zusammenarbeit. Herzlichen Dank, liebe Kollegen, es war mir eine Ehre. Wie können Sie es den Wählern näher bringen, die AfD weiterhin zu wählen, wenn wir
in der Spendenthematik keine klare Kante zeigen, wenn wir durch unser finanzielles Gebaren dem Wähler nicht den Anschein vermitteln, dass wir besser sind als die anderen Parteien. Und die Frage an Sie, wenn Sie diese Antwort vielleicht beantworten würden, was hat es mit dieser ominösen Goal AG zu tun? Was haben Sie damit zu tun? Und was hat dieses rheinland-pfälzische Dorf Hagersheim mit Ihrer Person zu tun? Vielen Dank. Ja, ich bin Ihnen fast dankbar für die Frage, lieber Herr Reppe. Ich stelle zunächst mal fest, dass Sie ein Konsistenzproblem haben. Und zwar der Gestalt, dass Sie eine GEZ-Kampagne fahren, die ich übrigens richtig finde, weil wir meinen, dass diese Form der Finanzierung nicht in Frage kommt und Sie die öffentlich-rechtlichen Kanäle, wie ich weiß, rundheraus ablehnen. Zugleich gucken Sie aber offensichtlich ZDF. Denn dieses Dorf Hagersheim, das Sie da erwähnen, in dem ich übrigens nie gewesen bin, das kommt nun in einer Frontal 21, und das ist eine ZDF-Reportage vom letzten Dienstag vor. Ich habe das auch gesehen, weil wenn mein Name vorkommt, muss ich mir das angucken. Ansonsten gutiere ich diese Sendung aus vielerlei guten Gründen nicht, denn es ist lausiger Journalismus, der da stattfindet. Zur Sache selbst, ich komme da zum Abschluss auf den Punkt nochmal zurück. Ich stelle zu der ganzen Geschichte, die mich betrifft, fest. Erstens, ich habe nichts Unrechtes getan. Zweitens, ich habe nichts Illegales getan. Drittens, ich habe weder von der Schweizer Goal AG, die Sie ansprachen, noch von dessen Inhaber, noch von irgendwelchen Menschen auf irgendwelchen Listen, auf denen auch Menschen aus Hagersheim vorkamen, jemals einen einzigen Cent erhalten. Ich kenne niemand von dieser Liste, bin niemand von denen je begegnet. Ich habe niemals in irgendeiner Weise Geld angeboten bekommen oder solches erhalten. Das Wort Parteispendenaffäre, das Sie zumindest sinngemäß auch verwandten, ist ein gleich doppelt falsches Wort, das von unseren Gegnern gebraucht wird. Es insinuiert nämlich zunächst einmal, dass es Parteispenden wären. Das sind es aber nicht. Parteispenden nach § 25 des Parteiengesetzes, lassen Sie mich da nicht in die rechtlichen Details gehen, wiewohl ich die inzwischen kenne, setzt Dinge voraus, die in dem Fall, um den es bei mir geht, in keiner Weise gegeben sind. Es liegen keine Parteispenden vor, aus einer Vielzahl von Gründen. Es handelt sich nicht um pekuniäre Unterstützung und die Partei hatte davon weder Kenntnis noch konnte sie Einfluss darauf nehmen, ich übrigens auch nicht. Das alles klären wir verwaltungsgerichtlich in einem Musterprozess. Das wird im Jahr 2020 stattfinden. Der erste Termin ist da im Januar und ich bin mir absolut sicher, dass wir das locker gewinnen werden, einfach weil wir Recht haben. Soweit zum Begriff Parteispende. Es liegen keine Parteispenden vor und wir haben klare juristische Expertise, dass das so ist. Das zweite ist das Wort Affäre oder Skandal, wird da auch gerne gesagt. Und ich muss Ihnen sagen, es ist keine Affäre und es ist auch kein Skandal, sondern es ist an sich ein harmloser Vorgang, der vollkommen künstlich zu etwas aufgebauscht wird, was es gar nicht ist. Und diejenigen unter uns, damit komme ich auf Sie zurück, Herr Repple, weil Sie einer von denen sind, die sich diese Wortwahl und Vorgehensweise der sonst gern als Lügenpresse von Ihnen genannten Leute zu eigen machen, mit dem alleinigen Ziel, mich oder andere zu beschädigen, und um nichts anderes geht es Ihnen. Das ist etwas, für das Sie sich schämen sollten. Das sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit. Ich setze mich genauso wie Alice Weidel, Guido Rhein und viele andere massiv seit Jahren, Tag und oft auch Nacht für die Partei ein. Und Sie kommen mir damit, Herr Reppler. Ich bleibe dabei. Das, was Sie da betreiben, ist schäbig. Und juristisch werden wir das klären. Und Sie werden sehen, das wird gut für die Partei ausgehen, weil wir nämlich im Recht sind und dieses Recht auch bekommen werden. Dankeschön. Gibt es weitere Vorschläge oder Kandidaturen an den Saalmikrofon? Das sehe ich nicht. Dann würde ich gerne die Kandidatenliste schließen und bitte Sie, mir das zu bestätigen mit der blauen Stimmkarte.
Dankeschön, Gegenstimmen, Enthaltungen, dann ist die Kandidatenliste geschlossen. Dann haben wir drei Kandidaten, Frau Höchst und die Herren Meuthen und Gedion. Die Reihenfolge der Vorstellung werden wir jetzt auslosen. Liebe Freunde, Mitstreiter und Weggefährten, mein Name ist Nicole Höchst aus Speyer, beinahe 50 Jahre alt, 4 Kinder, Bundestagsabgeordnete. Ich bin mit Leib und Seele Deutsche, Mutter, Familienmensch, Bundestagsabgeordnete in den Bereichen Bildung und Familie, Christin, Karatekämpferin. Vor meinem Mandat war ich in Rheinland-Pfalz Regierungsschuldirektorin und habe dort als tägliches Brot gärige Haufen zu erfolgreichen Teams geformt und bin dafür 2-mal befördert worden. Mitgliedsantrag online Ende 2014, von 2015 bis Herbst 2019 Mitglied der Bundesprogrammkommission bei Sprecherinnen des BFA 6. Als gebürtige Saarländerin habe ich nicht nur einen innerdeutschen Migrationshintergrund über mehrere Städte und Bundesländer, sondern auch die Gewissheit, Deutschland ist ein ganz wunderbares Land. Ich stehe hier aus Liebe zu diesem Land, unserer Heimat, unserer Kultur und unseren Traditionen. Ich stehe hier aus der Überzeugung, dass Politik für Deutschland noch mehr leisten muss als Fakten, Zahlen, Parteiprogramm. Politik für Deutschland ist auch ein mitreißendes Gefühl. Wir alle in diesem Raum teilen dieses tiefe, dieses innige Gefühl von Verantwortung für unser Erbe, für Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft, gemeinsam Bewahrer von Einigkeit, Recht, Freiheit, Demokratie und Nation. Wir stehen für die Liebe zum Eigenen. Wir erteilen Extremismus jedweder Form eine klare Absage. Meine Damen und Herren, es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran, zum Wohle des grundgesetzlich verbrieften deutschen Volkes zu agieren. Ganz im Gegenteil, alle anderen Politiker, die das nicht zuvorderst tun, sollten mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden. Wir stehen vor einer Zeitenwende. Wer, wenn nicht wir, könnten die Wende in Einigkeit und Freiheit vollenden. Brandenburg, Sachsen und Thüringen haben es uns vorgemacht. Wir können den Heimathenkern, den Deutschlandvernichtern Wähler abgewinnen. Mit Klugheit, mit Mut, mit Wahrhaftigkeit, mit dem treuen, ja unbändigen Willen, dieses Land, unsere Heimat, nach unseren Vorstellungen weiterzuentwickeln, nach unseren Vorstellungen zu bewahren und nach unseren eigenen Vorstellungen zu erneuern. Ja, wir haben an der Regierung Leute, die predigen Feminismus und Freiheit der Frau und meinen den Zwang zur Integration in den Arbeitsmarkt sowie das Recht, sich jederzeit abschlachten zu lassen. Sie reden von privater Altersvorsorge und meinen, ihre Rentenkassengelder wurden leider anderweitig verwendet. Das ist wahrscheinlich sogar der größte Skandal, denn eines hat uns die andauernde grenzende Prekariatsumsiedlung des afrikanischen Kontinents nach Deutschland doch deutlich gezeigt. Das Geld für unsere Rentner, das war immer da. Skandal. Ich habe diese Lügen, dieses für dumm verkaufen, ich habe es so satt. Für die AfD gilt es, weiter von den Problemen der ehemaligen Volksparteien zu profitieren. Wir müssen Strategien entwickeln, uns weiterzuentwickeln. Vom mahnenden Zeigefinger und der klatschenden Ohrfeige an die Adressen der Kartellparteien hin zur konstruktiven Wohlfühlpolitik mit Herz und Verstand. Fügen wir unserem Biss eine Komponente Charme und Zukunft hinzu. Gewinnen wir mehr Frauen, gewinnen wir
Jugend überzeugen wir Mehrheiten, dass wir mit der errungenen Macht auch verantwortungsvoll umgehen können. Schaffen wir eine Gegenöffentlichkeit. Bauen wir verlässliche Strukturen aus. Wir brauchen ein PR-Krisenmanagement. Hören wir endlich auf, uns ständig öffentlich selbst zu beschädigen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Höst. Ihre Redezeit ist um. Und ich frage, ob es Fragen gibt an die Kandidatin. Die gibt es. Und dann losen wir die Reihenfolge der Fragesteller jetzt aus. Bis zu drei Fragen haben Sie beschlossen. Die erste Frage kommt von Wolf-Dieter Jacobi. Die zweite Frage kommt von Dr. Harald Beitert. Und mehr Fragen liegen nicht vor. Wolf-Dieter Jacobi, bitte am roten Saalmikrofon. Dafür haben ich ziehe zurück. Zieht zurück. Dann Dr. Harald Beitert. Mit der zweiten Frage. Auch. Am blauen Mikrofon. Pardon, falsches Mikrofon hier. Eine halbe Minute Zeit für die Fragestellung. Ja, liebe Frau Herbst, es gibt. Entschuldigung, Höchst. Sie haben vielleicht schon den Herbst eingeleitet, vielleicht deswegen. Es gibt viele, viele interessante Themen, mit denen wir wirklich einen Großteil der Bevölkerung erreichen können. Insbesondere auch deshalb, weil die Altparteien viele Positionen aufgegeben haben oder immer unzureichender jetzt eben diese Positionen auch besetzen. Was ich jetzt gar nicht verstehe, damit komme ich auch zu meiner Frage, wie kann es sein, dass Sie so, Sie wollen ja Bundessprecherin werden, mit solchen Aussagen nach draußen treten, wie der Schnauzer trägt jetzt Raute. Und was soll das jetzt bedeuten? Wen wollen Sie damit erreichen? Und glauben Sie wirklich, dass Sie damit die Mehrzahl... Die Fragezeit ist deutlich überschritten. Nach einer halben Minute, wenn wir hier das abmoderieren, muss es ganz flink gehen. Frau Höst, Sie haben eine Minute Zeit für Ihre Antwort. Vielen Dank. Ich denke, als Mitglied der Alternativen für Deutschland, die täglich von allen möglichen anderen als Nazi oder Faschist diffamiert wird, steht mir das Recht zu, diese Vergleiche auch andersrum darzustellen. Es ist absolut notwendig, dass wir die Rhetorik in allen Bereichen mit Augenmaß, manchmal mit Überspitzung und Polemik bedienen, um Diskussionen herbeizuführen und Diskursräume zurückzuerobern. Wir machen uns nicht klein, wir lassen die Sprachpolizei nicht obsiegen und ich kann mir auch nicht vorstellen, denn die positiven Antworten an meine Bundestagsadresse, an meine private Adresse und über sämtliche Social Media Accounts überwogen die negativen überwältigenderweise. Mit so viel positiven Zuspruch habe ich im Leben nicht gerechnet. Und ich sagte auch dazu, das ist leider nicht mitgesagt worden, ich überspitze jetzt ein wenig, aber nicht viel. Vielen Dank. Das waren die beiden Fragen. Dann entlassen wir Sie mit Dank. Der Hinweis geht hier auch vorbeugend nochmal an die Tribüne, aber den Hinweis des Kollegen Walczak von etwas früher, den wiederhole ich, dass dort bitte von allzu starken Beifallsbekundungen Abstand genommen werden möge. Und als nächstes darf sich jetzt vorstellen Professor Dr. Jörg Meuthen, den ich auf die Bühne bitte. Erst einmal die Fragen, genau die Pflichtfragen, enthielte ein polizeiliches Führungszeugnis Eintragungen? Natürlich nicht. Und gab es vor der AfD andere Parteimitgliedschaften? Ich habe es schon oft sagen müssen, ich sage es nochmal, nein, und es wird auch danach keine geben. Dann laufen jetzt 5 Minuten Zeit für die Vorstellung. Bitte schön. Liebe Parteifreunde, unsere Heimat Deutschland steht nach mehr als 14 Jahren desaströser Merkel-Regierung an einer historischen Wegscheide. Niemand kann übersehen, dass die ehemaligen Volksparteien Union und SPD zur politischen Führung unseres Landes schlicht nicht mehr imstande sind. Die SPD kämpft gegen die Einstelligkeit, einen Kampf, den sie im Osten bereits verloren hat. Es ist Niedergang pur und kein neues Führungsduo, das wir heute Abend präsentiert bekommen, wird das mehr aufhalten. Und die CDU, Zitat, die CDU ist inhaltlich insolvent
So resümiert es der Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag, Wolfgang Reinhardt. Noch selten hat ein führender CDU-Funktionär so schonungslos das eigene Debakel gesehen. Und nun, liebe Freunde, wer übernimmt in dieser so entscheidenden Zeit die Verantwortung und wer kann das? Eine Alternative für Deutschland tut mehr Not denn je. Und wenn wir nicht bereitstehen, dann werden wir hier bald von pseudogrünen Ökosozialisten regiert. Da, genau da steht unser Land heute und dann gehen alle unsere Werte verloren. Die einzigen, die das noch aufhalten können in diesem Land, das sind wir. Das ist eine Notlage und diese Notlage zwingt uns dazu, verdammt schnell zu lernen. Und ich sage es klipp und klar, wir müssen nun regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten 2 Jahre. Wir können und dürfen uns nicht länger mit internem Zwist und persönlichen Animositäten aufhalten. Die zum Teil chaotische Findungsphase unserer Partei ist Gott sei Dank vorüber. Chaos gibt es heute eher bei CDU und SPD, während wir als AfD das spüren, auch unsere Gegner immer besser und stärker werden. Die zurückliegende Amtszeit von Hannover bis heute hat den Weg zur notwendigen Professionalisierung schon ein gutes Stück vorangetrieben und die feste Verankerung in allen Parlamenten unseres Landes gebracht. Das ist, lassen wir uns das bitte von niemandem kleinreden, das ist ein Riesenerfolg. Und ich bin enorm stolz darauf, was wir gemeinsam bis hierher erreicht haben. Und dann jeder Aktive in jeder Funktion für die Partei hat daran seinen Anteil und darf auch stolz darauf sein. Das schafft keiner alleine, liebe Freunde. Das schafft man wirklich nur gemeinsam. Doch wir dürfen gerade jetzt nicht stehen bleiben, denn jetzt kommt erst die eigentliche Bergetappe. Die erneute Amtszeit, die ich heute anstrebe, soll die zwingend notwendige Professionalisierung bis zur wirklichen Regierungsfähigkeit vorantreiben. Die Jahre 2020 und 2021 werden ganz entscheidend für unsere Partei wie für unser Land im Ganzen. Wenn wir das Blatt in dieser Zeit nicht wenden, wird es zu spät sein. Wir müssen bereit sein. Deutschland braucht uns, liebe Freunde. Weil wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel hier genauso frei und ohne Not werden leben können, wie wir das konnten. Und dazu braucht unsere Partei eine Führung, die dieser Aufgabe intellektuell und mental gewachsen ist. Eine routinierte und selbstbewusste Führung, die angesichts noch so massiver Widerstände nicht in die Knie geht. Es braucht dazu eine ruhige Hand, starke Nerven und eine ausgewogene Mischung aus Gelassenheit und zugleich Entschlossenheit. Liebe Freunde, ich bin mal unbescheiden, ich bin überzeugt, ich bringe all das mit. Die meine liebe und große und wundervolle Familie mir gibt und auch aus der, die mir mein Glaube schenkt. Ich empfinde durchaus Demut vor der Größe der Aufgabe, aber ich habe auch einen unerschütterlichen Kompass, dem ich folge. Ihr wisst und sollt auch wissen, für was ich stehe und antrete. Mein Kurs ist konservativ, freiheitlich und patriotisch. Konservativ, nicht reaktionär, freiheitlich, nicht beliebiges Liberalala, patriotisch, nicht nationalistisch. Ich habe das ja schon mal in Stuttgart geprägt, mögen das noch so sehr verachten und bekämpfen und das tun sie, aber das ist mein Credo und es wird es immer bleiben. Ebenso gewiss ist, dass ich mein Gesicht nicht für eine Partei hergeben werde, die schleichend in die Tolerierung extremistischer Positionen abrutschte. Ich sage das ganz klar und für eine Rechtsaußenpartei stünde ich nicht zur Verfügung. Für eine wahrhaft konservative, freiheitliche und patriotische Partei aber aus vollster Überzeugung und mit ganzem Herzen. Ganz konkret und in einem Beispiel. Ich halte die Unvereinbarkeitsliste für absolut unentbehrlich und werde deren Abschaffung keinesfalls zustimmen. Mit klaren konservativen Positionen können und werden wir uns in Deutschland den so notwendigen guten Dienst erweisen. Dafür stehe ich heute, wie immer ihr euch entscheidet. Ich werde dieses Votum mit Respekt und Demut annehmen. Dankeschön. Vielen Dank.
meine Damen und Herren, wir losen hier die drei Fragesteller aus. Die erste Frage kommt von Andreas Winhardt, die zweite Frage von Michael Vogt und eine dritte Frage von Taras Maygutyak. Andreas Winhardt am Saalmikrofon rot. Bitte schön, eine halbe Minute Zeit. Sehr geehrter Professor Meuthen, Sie haben am 15.10.2018 sich über mich in der Fernsehsendung Anne Will geäußert. Wir hatten uns zuvor nie persönlich getroffen, nie telefoniert. Ich hätte mir eigentlich damals gewünscht, dass Sie zumindest mal sich meine Nummer besorgen, einfach bei mir nachfragen. Frage? Meine Frage wäre, bleibt das Ihr Stil oder wollen Sie jetzt auch mit Hintergrund der ganzen Ordnungsmaßnahmen, die wir in der Partei haben, wollen Sie da einen kommunikativeren Stil an den Tag legen? Vielen Dank. Und die Antwort. Lieber Herr Winner, das kann mein Stil nicht bleiben, weil es mein Stil nicht ist. In dieser Fernsehsendung wurde ich mit der Frage konfrontiert und habe mit dieser Frage in der Tat, ich erinnere mich, nicht gerechnet. Insofern konnte ich dann keine Rücksprache mehr mit Ihnen nehmen. Wann immer ich nicht einverstanden bin mit Äußerungen, und das werden viele bestätigen, auch viele Anwesende im Saal, pflege ich immer eigentlich erstmal das direkte Gespräch. Ich rufe an oder suche die persönliche Begegnung, um zu klären, was wurde gesagt. Es tut mir leid, dass das in Ihrem Fall nicht möglich war, denn das ist eigentlich die richtige Vorgehensweise, da gebe ich Ihnen recht. Dankeschön. Dann kommt die zweite Frage von Michael Vogt, ebenfalls am roten Saalmikrofon. Ja, lieber Professor Meuthen, eigentlich bin ich ja Ihretwegen in die Partei eingetreten. Also Ihre knallharte, kompromisslose, völlig weichspülerfreie Rede hier in Braunschweig zu der Landtagswahl 2017 hat mich überzeugt, dass ich bei diesen Rittern von Recht und Ordnung und Anstand mitmachen muss. Jetzt in letzter Zeit bin ich ein bisschen verunsichert. Also Ihr Sommerinterview fand ich ein bisschen defensiv. Deswegen meine Frage, was kriegen wir denn jetzt, wenn wir Sie wählen? Bekommen wir unseren Hardcore-Frontkämpfer-Professor, der alle rhetorisch in der ersten Runde platthaut? Oder kriegen wir Weichspüler, CDU 2.0 und Relativierung und dergleichen? Vielen Dank. Vielen Dank. Und zur Antwort. Also, wissen Sie, ich komme ein bisschen aus dem Sport. Und Sie werden Meister nur dann werden, wenn Sie sowohl die Defensive als auch die Offensive beherrschen. Und das heißt, manchmal muss man wirklich stürmen und manchmal muss man voran und muss die Dinge ins Tor hauen. Und manchmal muss man in der Defensive auch sehen, dass man hinten zumacht, damit man nicht selber einen kassiert. Ich habe das Sommerinterview mit Theo Koll ganz anders erlebt. Vor allen Dingen lesen Sie vielleicht mal in die Kommentare rein. Da sind die Kommentare ganz, ganz überwiegend positiv. Es gab einen Punkt, der mich sehr, sehr geärgert hat. Da haben einige mir einen bösen Streich gespielt, indem sie etwas ausgeschnitten haben. Nicht mal auf einen Halbsatz, der dann suggerierte, ich hätte dort insinuiert, der Flügel gehöre nicht zur Partei. Das hatte ich so überhaupt nicht gesagt, sondern ich hatte was ganz anderes gesagt. Ich hatte gesagt, das war eine juristische Aussage. Ich hatte klar gesagt, selbstverständlich gehören die vielen Menschen des Flügels wie alle anderen zu unserer Partei, die sich an Recht und Gesetz halten, die zur FDGO stehen, die hinter unserer Programmatik stehen. Nur die wenigen nicht, bei denen das nicht der Fall ist. Das genau das. Dankeschön. Und die dritte Frage kommt von Taras Maygutyak am blauen Saalmikrofon. Ja, Maygutyak, Kreisverband Ortenau. Folgendes, ich habe gerade diese Woche eine Abmahnung vom Landesverband wegen eines Facebook-Posts bekommen. Das wäre parteischädigend, hat nicht mal Facebook zu beanstanden. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie, an Ihr Verständnis von parteischädigend. Sie haben nach der Wahl für die Delegierten in der Ortenau im Deutschlandfunk, haben Sie gesagt, unser Kreisverband sei problematisch. Wie ist da das Demokratieverständnis und wo bleibt da Ihre Gelassenheit, die Sie vorher angekündigt haben? Schön, zur Antwort. Also zum ersten Teil Ihrer Frage kann ich nichts sagen, weil ich bin nicht Landesvorstand in Baden-Württemberg. Ich weiß also gar nicht, um welchen Vorgang es geht. Dafür bitte ich um Nachsicht. Was nun das Zweite anbelangt, ja, im Kreisverband Ortenau gibt es einige Probleme in größerem Maße als in anderen Kreisverbänden. Und das hängt zum Teil mit handelnden Akteuren zusammen. Einer hat sich heute hier schon besonders oft zu Wort gemeldet. Und ich meine... grob gerundet 250 Mitglieder hat, nicht damit irreparabel zu beschädigen, wenn ich darauf hinweise, dass es da auch problematische Mitglieder gibt. Das darf man sagen und ich stehe dazu. Gott sei Dank ist aber die Mehrheit unproblematisch und auch dazu stehe ich.
Vielen Dank. Das waren 3 Fragen und 3 Antworten. Und dann sind Sie mit Dank entlassen. Und als dritter Kandidat darf sich vorstellen Dr. Wolfgang Gedeon, den ich auf die Bühne bitte. Aber jetzt nicht wieder die Antifa-Schiene hier durchziehen, ne? Mit Brüllen und Schreien und alles. Da kann man auch rausgehen, ganz ehrlich. Das ist die Antifa. So, guten Tag, Herr Gedeon. Ich darf erst einmal, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier eine Kandidatur und ich darf Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen, mich ruhig zu verhalten, damit diejenigen, die die Rede sehen wollen, das tun können. Und ich beginne derweil schon einmal mit den Pflichtfragen. Herr Dr. Gedeon, enthielt ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis Eintragung? Nein. Dankeschön. Waren Sie vor der AfD Mitglied einer anderen Partei? Ich war 2 Jahre in der SPD bei den Jusos und 3,5 Jahre in der KPD. Das Ganze ist über 40 Jahre her. Vielen Dank. So, GU-Anträge sind in einer Vorstellung nicht zulässig, aber bevor Herr Gedeon beginnt, darf ich erneut alle bitten, hier sich hinzusetzen. Wir bleiben bürgerlich, ganz wichtig, und bitte hinsetzen, dass diejenigen, die die Vorstellungsrede sehen wollen, dies auch tun können. Niemand wird dazu gezwungen, aber wir sollen nicht stören. So, ich glaube, das ist dann jetzt möglich, eine störungsfreie Rede. Herr Gedeon, Sie haben das Wort für 5 Minuten. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich bin hier sozusagen die AfD in der AfD. Ich hoffe aber, dass ich ein paar Prozent mehr bekomme als die AfD bei der Bundestagswahl. Ja, meine Position ist nicht die, dass ich sage, der Bundesvorstand hat Fehler gemacht. Fehler macht jeder. Meine Position ist auch nicht die, dass ich sage, der Bundesvorstand hat sehr schwere, unverzeihliche Fehler gemacht. Nein, meine Damen und Herren, der Bundesvorstand hat aus seiner Sicht keine Fehler gemacht. Er führt uns in die verkehrte Richtung. Das ist das Problem. Das ist die Richtung einer Prozesskanalisierungspartei, einer domestizierten, um nicht zu sagen, einer kastrierten Opposition und die Umwandlung der Partei in einen politischen Sandkasten für Spielzeugdemokraten. Meine Damen und Herren, der sogenannte Kampf gegen rechts ist eine totalitäre Kampagne, um die rechte Opposition zu vernichten. Das ist das Eigentliche. Und diesen Kampf führen die Grünen, die Rot-Grünen überall. Und diesen Kampf müssen wir nicht auch noch in der AfD führen. Und nichts anderes macht der Bundesvorstand, wenn er hier eine Arbeitsgruppe Verfassungsschutz einrichtet. Herr Meuthen nennt das Professionalisierung, ich nenne das Stasifizierung, meine Damen und Herren. Denn diese Arbeitsgruppe Verfassungsschutz, die entscheidet jetzt, was man in der Partei sagen darf und was nicht. Ja? Und darüber hinaus wurde auch noch die innerparteiliche Denunziation systematisiert. Und den Leitfaden, den müssen Sie sich mal durchlesen, der da geschrieben worden ist, für die Aufnahme. Ich glaube, etliche Leute werden sich da nicht mehr zu der Aufnahme bemühen, weil das derartig indiskrete und ausforschende Fragen sind. Meine Damen und Herren, wir haben praktisch eine Parteistasi geschaffen mit dieser Vorgehensweise, mit dieser Arbeitsgruppe. Und da sind wir wirklich allein in der Parteienlandschaft. Es ist so, das hat keine andere Partei. Und ich meine, allein das reicht, um dem Bundesvorstand insgesamt die rote Karte zu zeigen, um ihn zu schassen aus seinem Amt. Meine Damen und Herren, es werden wie am Fließband jetzt die Parteiausschussverfahren durchgezogen.
Gegen mich beispielsweise wird seit 3,5 Jahren jetzt ein Parteiausschussverfahren geführt. Man hat schon 2-mal verloren, aber man gibt nicht auf. Man gibt nicht auf. Ich finde das ehrlich gesagt unappetitlich und es ist auch gegen die Satzung, meine Damen und Herren. Denn die Satzung sieht vor, dass innerparteilicher Meinungskampf in Diskussionen stattfindet. Auf Stammtischen, Mitgliederversammlungen und Parteitagen, aber nicht in Schiedsgerichtsverfahren. Meine Damen und Herren, es ist auch eigenartig, dass gerade die Leute am meisten dieses Parteiausschussverfahren gegen mich betreiben, die selbst einen erheblichen Schaden mutmaßlich der Partei zugefügt haben. Ich spreche von Herrn Meuthen und Frau Weidel. Herr Meuthen sagt zwar, er hat alles überprüft, moralisch, rechtlich und so weiter. Ja, da muss es natürlich in Ordnung sein, wenn Herr Meuthen alles überprüft hat. Aber viele auch gerichtliche offizielle Stellen sehen das anders. Und so leicht kann man das sich nicht machen, Herr Meuthen, das einfach alles wegzuwischen. Meine Damen und Herren, Herr Meuthen übernimmt jetzt auch die Diktion der Linken. Neuerdings kämpft er nämlich gegen was? Er kämpft gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Meine Damen und Herren, damit macht er die AfD praktisch zur Speerspitze im Kampf gegen rechts. Die Linken werden ihn zujubeln, Herr Meuthen. Ja, meine Damen und Herren, was ist Politik? Politik ist Krieg der Worte, Kampf um die Deutungshoheit, Kampf um die Grenze des Sagbaren. Wir brauchen keinen Bundesvorstand, der sich durch Parteiausschussverfahren profiliert. Wir brauchen keinen Bundesvorstand, der Spendenskandale kleinredet. Wir brauchen auch keinen Bundesvorstand, der die Deutschen auffordert, für Israel zu sterben. Wir brauchen einen Bundesvorstand, der einen patriotischen Geist repräsentiert. Einen Bundesvorstand, der beseelt ist vom Drang nach Freiheit und nicht nach Kontrolle. Und einen Bundesvorstand, der Mut zur Wahrheit hat. Für einen solchen Bundesvorstand sollten wir uns einsetzen und den sollten wir heute wählen. Vielen Dank, Herr Gedeon. Haben wir Fragen an Herrn Gedeon? Das scheint der Fall zu sein. Die erste Frage stellt Michael Schild. Die zweite Frage stellt Damian Lohr. Und die dritte Frage Christa Krämer. So, Michael Schild ist am blauen Saalmikrofon und hat 30 Sekunden Zeit für seine Frage. Bitte schön. Ja, Michael Schild, Kreis Unna, NRW. Herr Gedeon, wir haben ja Ihr Gestammel jetzt eben gerade hier hören müssen. Was treibt Sie an, dass Sie glauben, das Gesicht der AfD sein zu können? Schämen Sie sich nicht! Herr Gedeon, zur Antwort eine Minute. Ja, genau solche Fragen treiben mich an, hier zu kandidieren. Ich möchte nicht, dass nach außen der Eindruck entsteht, dass nur solche Leute wie Sie hier in der AfD sind, dass es auch noch andere gibt. Und Sie können auch nachschauen, ich biete wie kein anderer Ihnen die Möglichkeit, sich über mich zu informieren. Ich habe an die 3000 Seiten verfasst, Text zu allen wesentlichen Punkten. Wenn Sie da nur ein bisschen reinschauen, dann stellen Sie nicht mehr so eine dumme Frage. Ich darf Sie alle zu etwas Ruhe bei den Redebeiträgen ermahnen. Und die zweite Frage kommt von Damian Lohr. Bitte schön. Ja, Herr Gedeon, Sie haben gerade sehr, sehr deutliche Reaktionen gesehen. Ich glaube, so deutlich waren Reaktionen noch nie in dieser Partei. Und da stelle ich mir die Frage, ob Sie sich ein einziges Mal überlegt haben, statt für den Bundesvorsitz zu kandidieren, aus dieser Partei auszutreten. Dankeschön. Ich habe gesagt, dass ich die AfD in der AfD bin und ich meine, dass ich mindestens so viel Prozent repräsentiere wie die AfD in der Bundesgesellschaft. Genauso könnten Sie dann fragen, warum tritt denn die AfD überhaupt bei Wahlen an, wenn sie nur 10% kriegt?
Das ist die gleiche dumme Frage. Ja? Und dass ich einen Standpunkt habe, der der Minderheit ist, das ist ja keine Frage. Aber ich sage Ihnen eins, je mehr sich die objektiven Verhältnisse verändern, desto stärker wird diese Minderheit und irgendwann wird sie zur Mehrheit. Ich muss nur dafür sorgen, dass diese Minderheit nicht jetzt ausradiert wird von einer Mehrheit, die nicht kompetent ist für mich. Ja? Dankeschön. Und die, meine Damen und Herren, bitte etwas mehr Gelassenheit. So, und Herr Krämer am blauen Saalmikrofon. Ja, Krämer, Kreisverband Köln. Herr Gedeon, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie haben gesagt, Sie waren mal bei den Jusos, einer Jugendorganisation, die bis in den 9. Monat Abtreibung legalisieren möchte. Wenn ich Sie als ehemaliges Mitglied hier oben sehe, so weiß ich, was ich je nachdem noch als Spontanantrag hier stellen werde. Und da würde ich mal gerne Ihre Meinung hören. Sollten die Jusos auf der Unvereinbarkeitsliste stehen, da würden wir, hätten wir uns Ihre Rede erspart. Herr Gedeon, eine kurze Antwort, bitte schön. Mein lieber Kollege, das war vor 45 Jahren, vor 46 Jahren, als ich bei den Jusos war. Und ich sage Ihnen, ich habe alles ernst genommen, was ich gemacht habe. Ich habe mich intensiv mit der Linken befasst und ich kenne besser die Grundpositionen und auch die Taktik und Strategie der Linken und der Kommunisten und kann dann noch wesentlich besser manche Sachen erfassen, als Sie, die verstanden haben, die so vordergründig argumentieren. Vielen Dank, das waren drei Fragen, drei Antworten. Dann sind auch Sie mit Dank entlassen. Und wir haben die Vorstellungen aller drei Kandidaten gehört.